Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute bin ich hier für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch präsentieren. Diesmal in der ersten Woche von Patch 8.3 und dementsprechend gibt es einige Neuheiten. Vielleicht weiß der ein oder andere auch, dass er hatte ein bisschen Probleme und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was wir wirklich jetzt an Gold rausgezogen haben. Ich war gut damit beschäftigt, einige Mounts, Toys, Pets, Erfolge zu erspielen. Unter anderem wie das schicke Mount hier. Und dementsprechend habe ich die Woche sicher nicht so viel Gold gemacht, wie möglich gewesen wäre, obwohl ein Patch-Start war und dementsprechend man ja tendenziell da immer ein bisschen mehr Gold machen kann. Aber ihr wisst auch, Auktionshaus war ein bisschen buggy und ja, einige meinen, dass man anscheinend auch Gold verloren hat, beziehungsweise Blizzard hat da auch ein Statement rausgehauen und da werden wir jetzt einmal reingucken, was wir wo rausgezogen haben. Ich bin hier beim Main ganz am Anfang. Jetzt bei 5,488 Millionen heißt, wir haben doch ein bisschen was plus gemacht, beziehungsweise wir können auch hier oben die Zahl nehmen. 500, 5,5 Millionen haben wir und ein paar zerquetschte. Und was hatte ich letzte Woche? Lass uns einmal in die Tabelle gucken. 4,8 Millionen waren wir letzte Woche. Heißt, wir haben dennoch über Anführungszeichen Boost-Geschichten ein wenig Gold eingespielt. Die Woche habe ich seit Patch Release tatsächlich gar nichts geboostet, oder? Nein, das war jetzt quasi am Anfang der Woche, Montag, Dienstag, habe ich dann noch das ein oder andere Insel-Gedöns geboostet. Ich glaube, ich war auch einmal Freehold tatsächlich, also ein Level-Boost ging die Woche tatsächlich auch. Gut, dann schauen wir einmal rein in den Postkasten, was wir da rausgezogen haben. Und zwar seht ihr, wir haben insgesamt 183.000 Gold und übrigens, wer das noch nicht wusste, der Postkasten hat jetzt nicht mehr 49 Slots. Okay, ich habe jetzt genau 49 Postdinger, aber man hat jetzt 100 Slots, was das Opening natürlich viel angenehmer macht, weil ich nicht ewig laden muss bis zu 100 Mails auf einmal. Hier jetzt gerade zufällig natürlich die 49, die vorher das Maximum waren. Was haben wir verkauft? Wir haben hauptsächlich die alten Sachen verkauft, aber hier sind auch ein paar neue Items dabei, denn seit dem Patch können wir ja hier 400er Item-Level-Items herstellen. Die sind tatsächlich auch auf einigen Servern gut was wert, auf manchen Servern aber nicht so viel. Hat den Hintergrund, weil das AH rumgespackt hat, vor allem TSM hat rumgespackt und teilweise in den ersten paar Tagen hat mir die 400er Items einfach alle für 400 Gold reingehauen. Und wenn ihr überlegt, hier seht, alleine hier brauchen wir für ein Teil, obwohl ich Rang 3 habe, brauchen wir 5 Expulsum. Und ihr müsst rechnen, ein Expulsum kostet halt. Ja, 200 Gold. Die Dingspreise sind gerade ein bisschen weiter oben. Die Stoffpreise wahrscheinlich jetzt sogar. Warte mal, jetzt gucken wir mal, wenn wir das kaufen wollen, was es gerade kostet. Okay, die Preise sind wieder ganz okay. 2 Gold im Schnitt sind wir, also 20 Gold. Dann sind wir aber, also bei 200 Gold pro Item sind wir, dann sind wir bei 5 Expulsum bei 1000 Gold. Ja? Und dann habt ihr aber nochmal die anderen Mats, heißt. Ihr habt dann noch hier ein bisschen was von den Erzen und ja, also liegen wir wahrscheinlich Mattpreise für ein Item, je nachdem was für ein Item wir haben, bei 1000 bis 1500 Gold. Mal Daumen, ja. Und wenn ihr natürlich sowas dann für 400 ins AH haut, was mir übrigens auch passiert ist, ich habe dann zwar alles wieder rausgenommen und tue seitdem mit TSM seit Patch Release nichts mehr, also die neuen Items tue ich nicht über TSM einstellen, weil da irgendwas rumbuggt und sonst wastet's mir die rein. Und das Problem ist, das haben sehr viele gemacht, deswegen sind manche Items tatsächlich extrem low vom Preis, weil sehr viele die günstig reingewastet haben, teilweise unter Herstellwert. Das ist ein bisschen tricky, deswegen konnte man die Woche jetzt nicht ganz so gut Gold machen, aber ich denke mal, vielleicht wird TSM das über die nächsten Wochen fixen und dann wird man wieder ordentlich einsteigen können. So, jetzt nehmen wir das mal alles raus. Wie gesagt, 193k. Das meiste habe ich tatsächlich jetzt heute bzw. gestern gemacht. Ihr seht, ich habe da einiges verkauft. Hier habe ich auch eins für 17.000 Gold verkauft. Das zieht es natürlich ordentlich hoch. Die Tage davor waren jetzt noch die alten Sachen bzw. habe dann erstmal runtergefahren und nichts mehr ins AH reingehauen. Gut, jetzt schauen wir mal, auf wie viel wir kommen. Knappe 200k haben wir ja hier nochmal im Postkasten. Was jetzt ganz in Ordnung ist, würde ich mal behaupten. Ich habe übrigens auch einen Goldtausch gemacht von Schwall auf Antonin, das fällt mir gerade ein. Das ist auch eine Quelle. Also geboostet habe ich wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt hier 5.704.000. 5.704.000. Okay, das sind ja schon
850k oder so, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, was wir mit den Twinks noch erbeutet haben. Hier haben wir als erstes mal einen Transmog-Char, der war schon wieder fleißig am Rare-Mob umklopfen, dementsprechend steht er jetzt in Uldum. Ich brauche noch das von dem Leichenfresser, das Mount. Und hier seht ihr, haben wir ein bisschen, hier haben wir 52 Mails drin, also hier kann ich es beweisen, dass man mehr drin haben kann. Und das ist ja mein, Anführungszeichen, Crap-Transmog-Char. Und mit dem habe ich tatsächlich die Woche 100k gemacht. Liegt an ein paar Items und zwar unter anderem habe ich einen Elixier von den Anführungszeichen Transmog Farms für 25.000 verkauft. Irgend so eine Kriegsakt habe ich für 19.000 verkauft. Ich glaube, also ich bin keiner, der irgendwem rät, dass er Transmog farmen soll. Aber wenn ihr irgendwelche Aktivitäten macht, wo ihr eh nebenbei Transmog habt, dann schmeißt es ins AH. Und so handhabe ich das auch. Und ich habe im Moment, wie viele Items habe ich drin? Steht das hier dran? Es steht nicht mehr dran im neuen Auktionshaus? Moment. Ich sehe es nicht mehr? Oder bin ich jetzt einfach blöd? Okay. Also es müssten ein bisschen über 1000 sein. 1200 Items hatte ich letztens drin. Vielleicht sehe ich es, die Anzahl hier im TSM. Nee. Da sehe ich nur Item Value, was halt Käse ist, weil manche Items falsch gepreist sind. Ja gut, okay, also ich habe ein bisschen über 1000 Items auf jeden Fall im Auktionshaus. Und die schöne Sache ist, du kannst mittlerweile ja nach Transmog Gear suchen, indem du hier nur nicht gesammelte Items eingibst. Und dann kommen, achso, dann müsste ich jetzt hier auf Rüstung gehen, ne? Zum Beispiel, dann kommen nur Sachen, die man noch nicht für Transmog hat. Man konnte so eine Suche auch vorher über ein Addon machen, da musstest du aber 10 Minuten lang laden und dementsprechend kannst du das jetzt ohne diesen Ladevorgang machen. Heißt, ich vermute, dass einfach durch diese Funktion, die jetzt also quasi jeder Spieler hat, vielleicht der ein oder andere eher gewillt ist zu sagen, ah, okay, ich kann jetzt nach dem Transmog suchen und dann vielleicht eher noch ein Item kauft. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass jetzt die nächsten Wochen vielleicht das ein oder andere Transmog-Item ein bisschen besser weggeht als zuvor. Kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe die Woche mehr so Crap-Transmog-Zeug verkauft als die letzten 2, 3 Wochen, glaube ich, zusammen. Also 100k habe ich selten mit dem Transmog-Char hier erreicht. So, das nehmen wir jetzt auch alles raus. Das meiste sind tatsächlich irgendwelche Low-Sachen. Wie gesagt, ein paar Sachen sind dabei. Hier habe ich auch noch ein Muster aus Ding verkauft. Das sind auch noch Pets. Also es ist alles Mögliche quasi dabei. Und jetzt sind wir fast bei 1 Million bei meinem Crap-Char. Gar nicht so schlecht. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns da mal rein und loggen mal weiter. Ich habe ja jetzt hier noch ein paar andere Chars auf Antonidas. Da muss ich aber gleich mal sagen, die habe ich die ersten 2 Tage vom Patch habe ich gar nichts mit denen gemacht, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Ich habe die Twinks zum Rare-Campen hergenommen. Ich habe ja mittlerweile fast alle Mounts von den Rares mir geholt. Dementsprechend war mein zweiter Account da belegt und ich habe mir auch gar nicht erst die Rezepte geholt. Habe jetzt dann erst gestern, nee, vorgestern habe ich erst angefangen, quasi auch mit denen die neuen Rezepte zu holen, das Zeug herzustellen und dann in den HH zu hauen. Nervig ist halt, dass ich die neuen 400er Items, ne, die ich ja mit den Chars herstelle, alle einzeln reinhauen muss. Und das dämpft natürlich auch so die Motivation. Und vor allem, was ich halt auch nicht machen kann, diesen Repost-Scan, den kann ich halt leider auch nur machen über TSM und die Items erkennt TSM leider noch nicht. Und ihr seht, ich habe hier so gut wie nichts verkauft. Es sind hier gerade mal ja, ein paar Splitter verkauft worden, ein paar Stiefel. Also das ist so gut wie nichts, was weggegangen ist. 30k ist recht wenig. Ich habe halt, wie gesagt, nichts gerepostet und dementsprechend ging da leider nicht sonderlich viel weg. Wunderbar, ich habe hier was für viel Gold verkauft. Hier, ihr seht, ich habe zwar einige Sachen drin, aber ja, wahrscheinlich sind da auch, ist die Price-Source da auch nicht ganz so ideal tatsächlich. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Ich bin gerade überlegen, ob wir überhaupt auf meinen Hunter gehen sollen. Das ist ja mein Inji-Char. Da habe ich jetzt, glaube ich, so, ja, irgendwas zwischen 5 oder 10 Schusswaffen drin. Ich vermute, dass sich da tatsächlich gar nichts verkauft hat. Schusswaffen können ja nur Hunter tragen oder ja, zumindest Sinnig tragen und dementsprechend ist da der Kundenkreis relativ gering. Aber ich glaube, die eine oder andere hatte ich relativ teuer drin und wenn sich was verkauft, dann können wir vielleicht einen ordentlichen Gewinn machen. Schauen wir jetzt aber trotzdem mal rein. Die letzten Wochen hatte ich ihn, wie gesagt, immer geskippt, weil eigentlich eh nicht viel war. Ich wollte dann keine 370er-Items mehr herstellen,
weil die sich die wahrscheinlich dann eh nicht mehr gut verkaufen, wenn es die 400er Items gibt. Und da dachte ich mir, komm, machst lieber mal nichts. Und was haben wir verkauft? Wir haben original gar nichts verkauft, okay. Wir haben zwei Schusswaffen, die zurückgekommen sind. Die hauen wir jetzt mal rein. Ja, also man hat nicht viel Konkurrenz mit den 400er Items und auch bei den 370er hat man nicht viel. Komm, die hauen wir jetzt einfach mal für 5800 rein. Mal gucken, vielleicht kauft das ja jemand, ne? Also ihr seht schon, Inji geht nicht gut weg, aber die Konkurrenz, zumindest auf Antonidas, ist relativ gering. Dann könnt ihr vielleicht mal das ein oder andere verkaufen, wenn da mal ein Hunter ist, der sagt sich, hey, komm, ich will hier unbedingt noch eine Schusswaffe haben, dann geht vielleicht was weg. Was wir nachher auch gleich noch reinschauen, ist hier auf Blackmoor. Auch da bin ich halt erst relativ am Ende der Woche zugekommen, die Items einzustellen, die ganzen Rezepte zu kaufen. Wie gesagt, Patch Day lege ich halt eher so ein bisschen den Fokus halt auf die Collectibles. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Ich hoffe, dass ich zumindest mit, naja gut, mit dem verkaufe ich die Trinkets, ne? Das sind halt die Sachen, die leider nicht hochgegangen sind. Also man konnte ja schon vor dem Patch 400er Trinkets einmal bauen. Okay, da haben wir noch die Währung. 53k ist jetzt leider auch nicht sonderlich hoch. Und ihr seht, das sind alles Kompendium-Dinger. Heißt, da ist leider gar nichts Neues dabei. Ich habe aber, ich meine, mit Inschriftenkundler mir auch 400er Items gebaut. Und zwar sind es hier die Schildhände. Ihr seht, da haben wir die Schildhände. Die sind relativ gering nur drin für 4000 Gold. Und selbst die sind nicht weggegangen. Also es hat keiner Schildhände gekauft, leider. Also so der große Goldwurf ist hier nicht gelungen. Jetzt schauen wir mal noch auf Blackmoor, ob es da vielleicht ein bisschen besser aussieht. Und zwar zwei Chars will ich da noch angucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier einen Proc. Ich habe mich vorher noch bei Mechagon angemeldet. Da werden wir jetzt nicht reingehen, dass wir nicht hier nebenbei Leute enttäuschen. Und zwar brauche ich da ja noch ein Rezept aus Mechagon. Dieses hier. Und dann, ich habe anscheinend, also ich habe mitgekriegt, dass anscheinend das Rezept jetzt auch im heroischen Modus droppt und nicht nur im mythischen Modus. Und da ist ja der neue Modus reingekommen. Das wäre vielleicht auch eine Option fürs Goldfarmen. Ich farme mir das Rezept eher weniger fürs Goldfarmen, sondern eher mehr dafür, dass ich dementsprechend, ja, dass ich dementsprechend alle Rezepte habe. Aber man könnte jetzt easy mit einem Inji-Char und mit einem Schmiede-Char sich die Teile holen und dann die Mounts im Auktionshaus verkaufen. Und das könnte sich eventuell für den einen oder anderen rechnen. Da bin ich am Überlegen, ob ich auch quasi in das Business mit einsteige. So, jetzt haben wir hier noch meinen Leder- und Schmiede-Char. Viel hat er nicht verkauft. Eins haben wir für 12.000 verkauft. Das ist irgend so ein Säbel. Und sonst, aber die Preise sind okay. Ich habe irgendwas für 200 Gold verkauft. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Da habe ich wahrscheinlich ein Item fälschlicherweise eingestellt, aber das tut das andere hier wieder ausgleichen, würde ich sagen. Knappe 60k haben wir. Ja, ist jetzt nicht über viel. Ich habe mit dem Char schon mal 200k in der Woche gemacht, aber wie gesagt, die Woche erst gestern, vorgestern habe ich angefangen, hier die Items einzustellen, wegen halt auch diesem Auktionsausbug. Wer sich jetzt fragt, was da genau gebuggt hat, also so wie es ich verstanden habe, sind da hauptsächlich auch mit Stacks waren da Probleme, wenn ja das. Wenn man quasi Stacks kauft oder verkauft, dann kann man die ja jetzt komplett kaufen in großer Anzahl. Und wenn man das gemacht hat, dann kann es halt sein, auch wenn die zurückkamen zu einem, dass die nicht in ein Postpaket reingepasst haben und alles, was drüber war, ist halt irgendwie verschwunden. Blizzard behauptet zwar, sie haben die Daten, sie können alles wiederherstellen. Mal schauen. Hat jetzt mich, glaube ich, nicht betroffen, weil ich jetzt keine großen Stacks an Waren verkauft oder gekauft habe. Aber was ich halt das Problem hatte, dass TSM rumgespackt hat, mir teilweise Items für Minimalpreise reingehauen habe, wo ich auf jeden Fall Verlust gemacht habe. Und ich habe auch gesehen, das gleiche Problem hatten viele andere, weil die auch so low hatten. Eigentlich, wenn man jetzt clever gewesen wäre, hätte man diese ganzen Items aufgekauft, die underpriced waren und hätte jetzt wahrscheinlich in ein, zwei Wochen richtig, richtig Kohle machen können. Die Chance habe ich leider auch vertan. Mittlerweile hat sich's normalisiert, ne? Da hätte man vielleicht aus den Problemen der anderen Gold schöpfen können. So was haben wir hier verkauft, auch nur ein paar so ein paar hochgeborenen Kompendien, auch ein bisschen über 40k, auch nicht jetzt gewaltig, was wir hier in Gold gemacht haben. Jetzt sind wir hier auf Blackmoor bei 2,1 Millionen und overall schauen wir mal, was wir haben. Also overall sind wir jetzt bei 6,243
Das tragen wir mal ein. 6, 2, 4, 3. Da sind wir haarscharf über den Millionen tatsächlich noch. Also, die Woche war tatsächlich die schlechteste seit der Aufzeichnung. Woche 13 richtig schlecht tatsächlich. Wie gesagt, liegt aber wahrscheinlich auch viel an den Aha-Problemen bzw. an meinem anderen Fokus. Aber wir haben trotzdem, will ich sagen, die Millionen geknackt. Dementsprechend auch in der 13. Woche und liegen jetzt bei Overall Gold von 11.947.000. Heißt, ja, ist ganz nett, fast 12 Millionen haben wir jetzt wieder. Wir denken, dass wir vor 1, 2, 3 Wochen 1 Million für Rezepte ausgegeben haben. 4, 5 Wochen haben wir für 17 Millionen den Spektraltiger gekauft und jetzt sind wir schon wieder auf 12 Millionen. Kann man nichts sagen, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was die nächsten Wochen noch gehen. Ich bin schon ein bisschen am Plan. Ich habe schon das ein oder andere auf der Liste, wo ich sage, vielleicht könnte ich auch was boosten. Da bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht diese Visions vielleicht boosten werde oder da gibt es so ein neues PvP-Toy, ob ich da ein bisschen einsteige. Da ich zwei Accounts habe, wird sich das vielleicht anbieten. Und da muss ich mal gucken, ob man noch das ein oder andere findet, wo man ein bisschen Gold rausschlagen kann. Gut, das war's von meiner Seite jetzt hier aus. Wenn ihr irgendwelche tollen Gold-Tipps habt, wo ihr der Community helfen könnt, postet die gerne unten in die Kommentare mit rein. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche. Ich überlege mir über die laufende Woche, ob ich noch irgendwo Gold machen kann. Und ja, ich lasse es dann euch wissen. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.